Hallo, heute ist Dienstag, der 28. April 2020 und ich befinde mich an meinem ersten Wohnsitz Gießen. Seit gestern wendet sich mein Lebensblatt mal wieder ziemlich krass und ziemlich entscheidend, denn nachdem ich schon vor vielen Wochen mein ISO-Camp im hohen Westerwald, mein Wohnwagencamp verlassen musste, weil der Campingplatz weil alle Campingplätze in Deutschland geschlossen wurden und auch nach wie vor geschlossen sind und weil auf meinem Campingplatz auch Dauercamper nicht akzeptiert wurden als Dauercamper. Das war damals vor 6 Wochen nicht so tragisch, weil sowohl meine jüngste Tochter Samira, die sich immer wieder sehr um mich kümmert und mit mir sehr gerne noch draußen unterwegs ist, meine Tochter Samira und ich bekamen Asyl auf dem großen, sehr gut geeigneten Grundstück meiner Frau Astrid über der wunderschönen Altstadt von Büdingen. Dort hatten wir dann jetzt 6 Wochen Gelegenheit, unbedroht vom Coronavirus aus dem Garten von Astrid direkt in die weiten, wunderschönen Wälder des Vogelsberges loszuziehen, per Rad. Samira auch oft per Rucksack, auch gemeinsam mit ihrer Mutter. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber diese Zeit ist jetzt leider zu Ende. Denn seit gestern hat in Hessen die Schule wieder begonnen. Astrid muss wieder unter Menschen, unter Schüler. Und ich selbst halte die Schule, egal in welchem Alter, ob von der Grundschule bis hin zu Abiturienten, zu Abschlussschülern, ich halte Schulen für vollkommen ungeeignet, um hier einen Coronavirus zu stoppen oder seine Ausbreitung zu verhindern. Schulen sind somit die unhygienischsten Orte, die ich in 43 Jahren kennengelernt habe. Unsaubere Toiletten, ungenügende Waschvorrichtungen von Seife oder Desinfektionsmittel, ganz zu schweigen die Abstände auf den Fluren, in den Gängen und auch in den Klassenräumen von 1,50 Meter oder wichtiger noch 2 Metern sind so gut wie nicht einzuhalten, wenn der volle Schulbetrieb wieder einsetzt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine zweite Welle geben wird, wenn jetzt Schulen geöffnet werden, wenn große Geschäfte wieder geöffnet werden, wenn eben der Lockdown rückgängig gemacht wird. Aber wie dem auch sei, ich bin jetzt erneut in Deckung gegangen und befinde mich jetzt in der WG-Wohnung in Gießen, wo ich der Hauptmieter bin. Die Studenten in Gießen sind im Home-Studium, das heißt im Online-Studium. Die Gießener Universität hat noch nicht live begonnen, hat die Studenten aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben. Und der Studienablauf geht online. Und davon ist natürlich auch Samira betroffen. Samira kann vom Laptop aus von jedem Ort dieser Welt zurzeit studieren, kann auch ihren Tutorenjob machen und schreibt nebenbei ihre Masterarbeit. Sie ist jetzt zunächst bei ihrer Mutter geblieben in Büdingen. Und ich bin deshalb in Gießen, weil ich gestern in der Stadt Weilburg im Weilburger Kreiskrankenhaus beginnt der Countdown, nicht der Lockdown, der Countdown für eine dringend notwendige OP. Und diese OP bedeutet Auswechslung meines rechten Hüftgelenks und später, wenn das gut gehen sollte, mit der rechten Hüfte auch der linken Hüfte. Und es war gestern eine interessante Erfahrung im Krankenhaus. Das Krankenhaus in Weilburg ist verrammelt. Das heißt, als ich rein wollte, musste ich erst auf eine Klingel drücken, musste mich outen als nicht infizierter Mensch, als nicht aus einem Risikogebiet kommend. Dann wurde mir geöffnet. Die nette Frau an der Rezeption hat mir gleich eine Atemmaske, eine Nasen-Mund-Maske verpasst. Die bekommt man dort im Krankenhaus gleich kostenlos. Alle Krankenhausmitarbeiter, die ich an diesem Tag gesehen habe, liefen mit dieser Maske rum.
keine Supermaske, keine Spezialmaske, eine 0815-Maske, auch nicht besser wie meine eigene Maske, die ich genäht bekam von meiner ältesten Tochter Sina. Aber egal, es machte in dem Krankenhaus einen äußerst ruhigen Eindruck. Informationen, die ich wünschte über das Ausmaß von Corona-infizierten Patienten im Krankenhaus, darüber bekam ich logischerweise keine Auskunft. Aber insgesamt wirkte das Personal, wirkten die Ärzte, mit denen ich zu tun hatte, relativ entspannt und mein Countdown läuft. Obwohl für das Krankenhaus aktuell immer noch die Anweisung des Gesundheitsministers Spahn gilt, nämlich alle nicht zwingend notwendigen OPs zu verschieben. Mein OP-Termin ist aber jetzt nächste Woche Montag, das heißt am 4. Mai. Und aktuell geht man hier in Weilburg davon aus, dass meine OP stattfindet, sofern es nicht zwischenzeitlich eine zweite Corona-Infektionswelle gibt. Okay, ich muss diese OP jetzt dringend haben. Der Umfang meiner Schmerzen ist unerträglich und der Umfang meiner Schmerzmittel ist nicht mehr vertretbar. Ich arbeite die ganze Zeit mit Diclofenac. Diclofenac ist bei einer koronaren Herzerkrankung ziemlich giftig. Diclofenac hat einst auch eine Gehirnblutung in meiner Birne ausgelöst. Und Diclofenac kann ich wirklich nur sehr begrenzt und sehr überlegt und sehr dosiert nehmen. Und jetzt muss ich probieren, ob ich zumindest einen Teil meiner Schmerzen abgenommen bekomme, indem ich ein Implantat ins rechte Bein bekomme. Dieses Implantat oder Implantate für Hüften brauche ich schon seit über 20 Jahren. Coxarthrose in ganz, ganz, ganz fortgeschrittenem Stadium infolge der Darmkrankheit, der chronischen Darmkrankheit Morbus Crohn. Scheißspiel, war so, ist so, hat mein Leben stark beeinflusst, aber nicht daran gehindert, es mir bunt zu gestalten. Und jetzt beginnt für mich ja mal wieder ein Abenteuer. Ein Abenteuer, was ist verdammt real ist, was nicht gespielt ist, was nicht so looking for adventure ist, sondern meine schlimmsten, krassesten, schwierigsten Abenteuer fanden immer in Krankenhäusern statt, in Unfallkliniken, in OP-Sälen. Und diesmal geht das auch wieder los. Und diesmal ist das auch nicht ganz so easy. Denn mein Körper, meine Gesundheit, meine Krankheit wird bedroht gleich durch zwei Keime. Das ist einmal ein Keim, den ich schon viele, viele Jahre im Körper habe. Ein Eiterkeim, der sich in meinem Knochenmark eingenistet hat, in meinen Knochen eingenistet hat. Sogenannte Osteitis oder Osteomyelitis. Eine Knochenmarkentzündung, die ich mir 2003 bei einer OP-Serie im linken Bein eingehandelt habe. Ja, und jetzt werde ich logischerweise sowohl im Krankenhaus wie auch in der anschließenden dreiwöchigen Reha auch konfrontiert mit dem Coronavirus. Und wie ich aus vielen Pressemeldungen der letzten Wochen gehört und gesehen habe, sind ja Krankenhäuser nicht gerade die cleansten Räumlichkeiten und auch Reha-Kliniken sind immer wieder betroffen von der Einschleusung von Viren. Und so wird jetzt, was jetzt kommt, für mich spannend. Denn ich kann mich nicht mehr einfach verstecken, wie die letzten Wochen und Monate. War ich mir ziemlich sicher, dass mich ein Virus nicht erwischen kann, weil ich mich an Örtlichkeiten aufgehalten habe, wo der Virus nicht da war. Aber ab Sonntagmittag befinde ich mich in einer Region, in Räumlichkeiten, in einer Institution, auf einem Weg, der durchaus vollkommen für mich, für mein Leben schief gehen kann als sogenannter Hochrisikopatient. Die Mediziner unterscheiden, was den Coronavirus betrifft, drei Menschengruppen. Das ist einmal die Gruppe der jungen, kerngesunden Menschen, die den Virus locker flockig
verkraften, wegstecken, kaum von betroffen sind, kaum von wirklich krank werden. Dann kommt die Gruppe der älteren Menschen ab 65, ist grundsätzlich der Virus angriffslustiger, weil das Immunsystem älterer Menschen nicht mehr erste Sahne ist. Ja, und wenn dann die älteren Menschen auch noch Krankheiten haben, Vorerkrankungen haben, dann werden sie zu Risikopatienten und das bedeutet bei mir Herzinfarkt, koronare Herzerkrankung fortschreitend, massiv Bluthochdruck mit 4 Blockern und Diabetes. Dazu sowas wie Rheuma-Entzündung oder sowas zählt auch noch. Also mein Körper ist nicht gerade in Topform, um einen Coronavirus in die Pfanne zu hauen. Aber wie dem auch sei, Sekt oder Zeldes, es muss was passieren. Ich kann mich nicht den Rest meines Lebens jetzt hier irgendwo verstecken. Und dieser schöne Bildsampler hier, den hat mir Samira gestern noch angefertigt als Begleitung und Erinnerung an wunderschöne gemeinsame Wochen. Und die nächsten Wochen werde ich verdammt allein unterwegs sein, denn natürlich ist in Krankenhäusern und Reha-Kliniken absolutes Besuchsverbot, sodass ich weder meine Tochter noch meine Frau noch meine Kinder noch meine Hunde die nächsten Wochen sehen werde. Und das wird schon nicht ganz so easy. Aber wie gesagt, es geht weiter. Und was hat meine Tochter mir auf den Bildsampler geschrieben? Mach dein Tief zu einem Höhenflug. Entzünde ein Leuchtfeuer aus deinem Löwenmut. The flame still burns. Das sind Überschriften, das sind Texte aus den Songs, die ich die letzte Zeit gerne in meinen YouTube-Clips verwendet habe. Also, es geht weiter. Irgendwie und irgendwie werde ich da durchkommen.